Wir haben gegen eine gute Mannschaft verloren, aber wir haben, solange ich hier bin, vielleicht unser bestes Spiel gemacht und hätten in meinen Augen mindestens einen Punkt verdient. Das war ein attraktives Spiel, ein ganz hohes Tempo von beiden Mannschaften, die auch beide Fußball spielen wollen. Wir haben uns ein bisschen schwer getan im Anfang, so wie mein Kollege sagt. Da haben die versucht, unseren Aufbau da schon Druck zu machen. Aber was ein großes Kompliment für unsere Mannschaft ist, dass wir nicht aufgehört sind, um aufzubauen. Wir haben das immer wieder gemacht und eigentlich in die Zeit, dass wir in uns Spiel waren, fällt das Tor. Und da haben wir die Rest von der ersten Halbzeit gut gespielt und auch eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Da habe ich keine Kritik an die Mannschaft. Wir haben auch, denke ich, die meisten Chancen gehabt. Ich habe noch keine Statistiken gesehen, aber ich glaube, wenn man das sieht, dann wird das auch in unserem, da gewinnt man kein Spiel mit, aber das wird in unserem Vorteil sein. Aber wenn man die Tore nicht schießt, gegen so eine gute Mannschaft, ja, dann bekommt man, so wie Lucien sagt, die warten auf ein Konter und das passiert dann auch. Nur sind das natürlich zwei Fehler. Ich glaube, wenn die Fehler nicht gemacht wurden, dann hätten wir dieses Spiel absolut nicht verloren. Aber ich gucke auch nach, wie wir spielen. Und das Spiel war viel besser als vorige Woche. Und das Beste, was ich bis jetzt von HSV gesehen habe. Also das gibt Mut und Vertrauen für die Zukunft. Aber es bleibt unglaublich tragisch eigentlich, dass wir so ein Spiel verlieren, dass wir hier stehen mit leeren Händen, dass wir keinen Punkt haben. Denn die Spieler hatten mehr verdient heute. Ja, da gibt es keine Regeln vor. Das ist ja, auf Gefühl gehe ich dann diese Woche. Aber ich werde nicht so lange mit ihm sprechen. Wir haben jetzt auch ganz kurz gesprochen. Das gehört zum Fußball. Wir haben zu tun mit Menschen, die können auch Fehler machen. Er muss davon lernen. Das ist für ihn selbst ist es wichtig, dass er hiervon lernt. Und von Fehlern muss man besser werden, nicht schlechter.